Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir sind heute bei dem Blog 13 der Serie Be My Neighbor. Und ja, wie ihr schon mitbekommt, ist es heute ein bisschen schwierig für mich, weil als ich den Blog aufgenommen habe, hat mein Mikrofon versagt für die nächsten Blöcke und jetzt muss ich das einzeln aufsprechen, ist aber kein Problem. Ich mache das gerne und ich probiere mich damit aus. Den Vogel, den haben wir schon mal gemacht, habe ich ein extra Video. Die Seiten, die Blume haben wir auch schon mal gemacht, da habe ich auch ein extra Video zu, glaube ich. Und die Half-Square-Triangle, na, die haben wir schon so oft gemacht. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig, dass ich das zeige. Aber wir kümmern uns um die Farben und um den Zuschnitt. Wie ihr wisst, habe ich ja immer schon einen Block vorbereitet und den schon zugeschnitten. Den Vogel, den habe ich schon fertig gemacht und auf Hietenband geklebt, sodass ich den nachher bloß aufnähen brauche. Ja, Streifen zugeschnitten, Rechtecke zugeschnitten für die Half-Square-Triangles. Für mich sieht es aus, als wenn es eine Treppe ist. Und es sind 4 Stück und da brauchen wir ein Quadrat. Den Link dazu, den tue ich euch in die Beschreibung oder die Größe dazu. Ein Quadrat in einer Druckfarbe und einen in der Hintergrundfarbe, sodass man das gut erkennt. Und das nähen wir einfach ringsrum und dann schneiden wir es durch 4. Wir haben jetzt ringsrum mit 1/4 Inch Nahtzugabe genäht und schneiden jetzt diagonal von Ecke zu Ecke jeweils auf der gezeichneten Linie entlang, so dass 4 Dreiecke entstehen oder 4 Quadrate, Half Square Triangles entstehen so, und achtet darauf, dass die Punkte genau angelegt sind. Jetzt nicht den Stoff bewegen, sondern nur das Lineal anlegen und schneiden. So seht ihr, dass es 4 Dreiecke im Moment sind. Die werden auf eine Größe geschnitten, die steht in der Anleitung nochmal drin. Und wenn man es aufklappt, dann seht ihr, wie schnell das geht, so HSTs zu machen. Die HSTs, die werden jetzt geschnitten auf eine Größe von 3 Inch und wir nähen die jetzt, so wie auf der Seite 4 in der Anleitung, alle nacheinander an, und zwar so, dass die helle Seite unten ist. Im nächsten Schritt werden wir das Rechteck von 5,5 x 10,5 Inch an die, ich sag mal, Treppe annähen. Bei mir hat es wieder nicht gereicht. Ich habe mir dann Streifen und zugeschnitten als so. Soll ein bisschen wie Schnee aussehen. Das kommt jetzt aneinander und dazu lege ich mir das hin und nähe, klappt es aufeinander, nähe es mit 1/4 Inch Nahtzugabe, stecke es mir fest. Und ihr seht, dass die Nähte von den HSTs nach unten gebügelt sind. So steht es auch in der Anleitung. Und das als nächsten Teil des Blockes nehmen wir uns das Haus vor, und zwar das 3,5 Inch Quadrat, was zugeschnitten ist. Dann kommt ja die obere Seite 3,5 x 1,75 Inch, das wird angenäht. Und dann kommen die beiden Seiten 2,5 Inch x 4,75 Inch, die werden aneinander genäht. Und dann kommt das Dach drauf und dann wird dieser Teil an den eben genähten an die Treppe angenäht. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Blume. Dazu legen wir uns die 6 grünen Teile aufeinander, die zugeschnitten sind oder nebeneinander, sodass wir brauchen 2 verschiedene Richtungen. Einmal nach links oben und einmal nach rechts oben. Dazu legen wir uns diese Teile hin. Ich habe wieder so ein bisschen das anders gemacht, also verschiedene Grüntöne, nicht ein einziger Grünton, und lege mir auf die rechte Seite oben ein Quadrat von 2 Inch und die linke Seite kommt das Quadrat unten hin, das ist der Rückseitenstoff. So, und von dem gleichen Rückseitenstoff legen wir uns, wie im Video zu sehen, an die linke obere Kante ein Quadrat, an das da unter, und das machen wir mit jedem grünen Teil so, und dann zeichnen wir uns eine Diagonale an, einmal so, wie ihr das jetzt seht, von links oben nach unten,
und die andere Seite genau in der Opposition. Also die Blume haben wir ja schon mal gemacht. Es ist die gleiche Blume, nur dass sie mehr Teile jetzt hat. Anzeichnen und nähen. Und wenn das genäht ist, dann wird es gebügelt und dann kommt das andere Quadrat dann schon dran. Wenn alle Teile fertig sind und genäht und gebügelt sind, dann sollte es so aussehen, wie es jetzt liegt. Linke Seite, rechte Seite müssen unterschiedlich sein. Und jetzt werden die Teile nacheinander aneinander genäht. Und dann werden beide Reihen in der Mitte miteinander verbunden und natürlich wie immer mit 1/4 Inch Nahtzugabe. Im nächsten Schritt wird die Naht gebügelt, wie ihr es macht. Das bleibt euch überlassen. Ich habe es auseinander gebügelt. Und dann wird der eben genähte Block, der mit den Blättern und dem Rechteck, wird jetzt auf die linke Seite von dem Hausblock angenäht. Und wie ihr seht, stecke ich mir das fest und nähe dann mit 1/4 Inch Nahtzugabe die gesamte Naht und bügele es dann, also ich glaube, ich bügele es wieder auseinander.